6,5 Kilo, aber wenn man sich überlegt, dass das eigentlich nur die Hälfte des Geweihs ist, die andere Hälfte kommt ja noch nebendran. Und bei 13 Kilo, die dieser Hirsch auf dem Kopf hat, der muss schon recht gewaltige Rücken- und Nackenmuskulatur gehabt haben, damit einfach diese Menge an Gewicht auf dem Kopf tragen konnte.